Grüß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online Beta. Ist es natürlich noch, auch wenn wir heute den 2. März haben? Ja, genau, den 2. März, und ich wurde zu diesem Beta-Wochenende vom 28. Februar bis 3. März oder sowas eingeladen. Mal wieder ist jetzt das dritte Stresstest-Wochenende, an dem ich teilnehmen darf. Und ja, beim letzten Wochenende kam ich leider nicht dazu, irgendwas aufzunehmen. Das ist so meine hübsche Dunkelelfin als Nightblade, Nachtklinge, wie auch immer. Und naja, ist schon einiges passiert. Sie hat zwei bessere Hauer und ja, ein bisschen bessere Rüstung. Aber damit wollen wir uns nicht aufhalten. Gucken wir einfach mal weiter. Und ich bin überrascht, wie gut meine Beta-Videos angekommen sind. Also, ich habe natürlich dann wohl auch einen, ja, Stammhater bekommen oder so. Oder weiß ich nicht. Oder einen Stammdisliker, keine Ahnung. Ja, wenn man halt nicht mal einen Grund weiß, warum da eine negative Bewertung drauf ist. Keine Ahnung. Mal gucken, wie lange jetzt das Einloggen hier eigentlich dauert. Ich weiß ja nicht so viel, was ich seit Stressphase getan hat. Also soll sich einiges getan haben, das weiß ich. Aber wie viel? Ja, das weiß ich halt nicht. Aber wenn, es geht mir auch darum, einfach euch mal ein paar Inhalte hier zu zeigen. Ich bin ein bisschen aufgedreht. Ich war das ganze Wochenende nicht da und weiß gar nicht, wie das Aufnehmen überhaupt funktioniert. Ich habe 2 Tage nicht aufgenommen. Die Welt ist untergegangen. Ach nein, WhatsApp ging ja eine Woche davor nicht. Naja, ist auch egal. Aber glaubt mir, die 1,5 Stunden ohne WhatsApp, die waren auch mal, ja, erholsam. Obwohl, so viele Nachrichten bekomme ich nicht, aber die ganzen Junkies ohne WhatsApp? Oh Gott, das war ja schon, naja, wie gesagt, das ganze Wochenende und Ende unterwegs gewesen und jetzt erst zu später Stunde wieder zu Hause. Naja, was soll's, man kann nicht alles haben. Aber für euch nehme ich auch um, Moment. Für euch nehme ich auch um 23.01 Uhr auf, am Dienstag, den 2., am Sonntag, den 2. März 2014. Und das Video wird dann hochkommen am 4. März oder so. Ich weiß es noch nicht, wann das hochkommt. Aber dann. Und hey, dann fehlt nur noch ein Monat. Dann kommt, genau, die Vollversion endlich raus. Hab's mir vorbestellt schon seit längerer Zeit. Und entweder liegt das jetzt daran, dass ich hier aufnehme, oder das Einloggen dauert immer so lange. Also ich bin ja nicht mal in einer Warteschlange oder sowas, zumindest wird mir das nicht angegeben. Und das erinnert mich immer hier an diesen Berg da, diesen Vulkan aus Herr der Ringe. Aber erstaunlicherweise, trotz dass es alles so, naja, ungut erscheint, gibt es trotzdem Vegetation, wenn man sich das mal anguckt. Hier können irgendwelche pilzartigen Geflechte wachsen und hier, naja gut, der Baum hatte auch mal bessere Tage. Und warum? Naja, einfach weil Baum, kann man nichts machen. Aber ist nun mal so. Aber es ist schon erstaunlich. Über 3 Minuten nehme ich jetzt auf und das Einloggen geht nicht voran. Das muss man auch erstmal schaffen, aber ich bin ja noch dabei. Ach, da bin ich doch endlich. Naja, geht doch. Ah, das dauert jetzt ein bisschen, das muss ich noch ein bisschen fangen. Und dann kann ich hier doch hoffentlich aufnehmen. Na, hat sich jetzt langsam gefangen? Ah ja, gut, hat er jetzt alles in die 1 GB Grafikspeicher reingehauen, bei meiner 560 Ti oder sowas. Das ist eine Quest, diese Free Spectral Slave, die habe ich nie verstanden und die werde ich auch weiterhin nicht verstehen. Na gut, oder nicht verstehen. Was haben wir denn hier? Da können wir noch mit irgendjemandem reden. Hier ist the whistle. Ja, gut, laufen wir einfach mal hin, oder? Machen wir. So. Also, einfach mal geradeaus hier. Ab in die Stadt wieder. Wie gesagt, ich habe halt mich bis zu diesem Gebiet hier vorgequestet. Man könnte das jetzt auch mal. Ach ja. Na gut, nehme auf. Aber daran kann man halt nichts ändern. Wir sind jetzt halt hier in dieser Stadt. Und die ist halt hier in diesem Morrowind-Gebiet oder sowas. Ich bin jetzt mir nicht ganz so sicher, aber das wird es so sein. Es wird sicherlich so sein.
Eben wurde mir nach hier noch was angezeigt. Warum wird es mir gerade nicht angezeigt? Was muss ich denn da machen? Ich gehe einfach mal dahin, oder? Ah, wir probieren das jetzt einfach mal. Habe ich eigentlich wieder was Neues? Nee, hier bei Character. Ach komm, jetzt hör hier auf zu ruckeln. Gibt keinen Grund. Ich bin Level 6, das kann man sehen. Hab hier Magicka und... Ach ja, in Magicka habe ich 3 investiert und hier... Naja gut, so sei es. Und bei den Fähigkeiten, da gab es ja die Möglichkeit, hier zum Beispiel schon aufzusplitten, indem man hier zwischen 2 Fähigkeiten wählen konnte. Also da kann man sich noch mehr individualisieren und man hat ja hier wirklich unendliche Skills. Na gut, unendlich ist ein bisschen übertrieben, aber man hat sehr zahlreiche, das kann man dazu sagen. Und was ich sehr interessant finde, ist halt diese Steuerung. Wenn man Doppelpunkt drückt, dann müsstet ihr hier diesen Mauszeiger sehen. Dann kann ich hier auch über die Spells gehen. Und dann sehe ich halt, wie weit die noch sind bis zum nächsten Level ab oder so. Also, dass die ja auch mitgeskillt werden. Und eigentlich, also das mache ich hier mit Doppelpunkt. Oder Punkt ganz einfach. Doppelpunkt ist ja Umschaltpunkt. Aber naja, es hat was mit Punkt zu tun. Und irgendwie bin ich immer noch aufgedreht. Aber das ist ja nun auch egal. Ja, wir gucken jetzt mal hier hinein. Und dann sollten wir auch endlich mal mit denjenigen reden können. Ach hier. Und das tun wir dann mit D in meinem Fall. Ich weiß, normalerweise mit E. Aber ich habe meine Tastenbelegung ja umgeändert. Also. Ja, Merrick and Elliot stopped on the bus. Curtis, but a projection appeared to us. Moment. Tremora Woman. A vision of a Dremora. This clouds the waters. The forces of Molag Vol must know more than we realized. Sie sagte über ein Märtyrium? Ist das Morturm? Wie wishes? Weiß ich nicht, was das heißt. I don't know what that is. Also ich weiß es auch nicht, was das ist, deswegen. Nor do I, comrade. Yeah, she said she take this red soul. She's going after Merrick. Also sie geht nach Merrick dahin oder so und sie würde da eine Seele von irgendjemandem nehmen. Merrick, this dries my scales. Recruit, you must get to them. Aelith and Merrick are competent, but the Daedra are not to be trusted. Find them near Okay, Gildenmeisterin werde ich machen. Rally our forces here and investigate this. Sehr gut. Mehr Auftrag. Ja, wollen wir mal voranschreiten? Ja, das ruckelt gerade ein bisschen, aber das sollte jetzt auch nicht so sehr stören. Ich will es halt auf hohen Einstellungen spielen und deswegen ist das... Ah, die Karte, die... Karte, ich will nur ein bisschen. Welche Quest habe ich denn gerade angenommen? Ich müsste mal gucken, ob man das hier irgendwie mal größer einstellen kann. Weil das ist mir doch ein bisschen zu klein. Chat. Kann ich hier. Options. So, was kann man denn hier einstellen? Tabname Chat. NPCs. Ich kann es nicht mal größer stellen. Kritikpunkt. Ich kann die Schrift nicht größer stellen. Aber dafür wird es bestimmt irgendwann einen Mod geben. Wer weiß, wer weiß. Sollen ja irgendwelche Addons bzw. Mods dafür schon in Umlauf sein? Ich habe die nie getestet. Da gibt es ja wahrscheinlich irgendwelche Mods, wo man auch eine GTX Titan Black irgendwie an den Rand der Verzweiflung treibt. Wo man dann hier mit 3 Grafikkarten spielen muss. Oder sowas. Oder mit 2. Und eine ist dann die Physikkarte oder sowas. Ja, soll ja Leute geben, die sich so ein System basteln. Also von daher, ich halte da nichts für unmöglich. Also wir schreiten hier mal weiter voran. Diese Quest, die kapiere ich einfach nicht. Ich bin zu blöd für diese Quest, deswegen gehen wir mal dorthin. Also, das ist hier oben auch wahrscheinlich gerade markiert oder auch nicht. Moment, das gucken wir nochmal nach. Nein, ich hoffe, dass die dort markiert ist. Aber das ist sie gerade nicht.
Mal gucken, wie wir das am besten anstellen. Mit J kommen wir ins Journal. Okay, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Also kann ich das jetzt hier irgendwie so markieren, dass es mir angezeigt wird? Nee, irgendwie klappt das gerade nicht so, wie ich das möchte. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Wenn ich eine Karte öffne, fängt das Spiel an zu ruckeln. Das ist irgendwie ein bisschen unlogisch. Aber gut, belassen wir es dabei. Ist ja nicht weiter schlimm. Dann vergrößern wir das hier. Vergrößern? Ich möchte dorthin, genau. Einfach nur geradeaus. Ach so, jetzt kann ich auch einfach weiterlaufen. Das ist schön. Aber währenddessen wollen wir hier noch so ein Glühwürmchen einsammeln. Ach so, ich sollte natürlich die richtige Taste drücken. Und mit R kann man gleich alles looten. Finde ich an und für sich doch sehr praktisch. Und schon lange nicht mehr gekämpft. Das müssten wir auch mal wieder machen. Aber, naja, so ist es halt. Ich möchte hier auch einiges erkunden in Tamriel. Die ganze Region ist ja sozusagen Tamriel. Und mit R haben wir wieder alles genommen. Sehr schön. Was ich nur genommen habe, um hier zu questen, um das zu spielen. Nö, ist ja ein tolles Spiel. Deswegen möchte ich mal meine Fähigkeiten austesten. Und Shadowblade kommen. Genau, so ist es fein. Nehmen wir noch die Fähigkeit hinterher und die andere. Soul Trip. Increase to Rank 3. Na, schön. Das freut mich. Können wir hier noch was aufnehmen? Aber ich glaube, meine... Ach ja. Irgendwas ist da überfüllt. Genau. Mein Inventar. Das kriege ich immer hin. In jedem Spiel kriege ich es irgendwie hin, dass ab einem gewissen Zeitpunkt mein Inventar gnadenlos überfüllt ist. Dann gehen wir in den Stealth mit der Schattenklinge. Nehmen wir das hinterher. So, dann. Achso. Und mit, also wenn man linke und rechte Maustaste gedrückt hält, dann hat man halt den Vorteil, dass man blocken kann. Was davon könnte ich jetzt zum Beispiel mal nicht brauchen? Nee, ich will den eigentlich nur wegschmeißen. Hier. Enchant. Ach so. Ah. Ja, dann machen wir das mal. Mal gucken, was ich da jetzt, okay. Das sollte wahrscheinlich so nicht sein. Was ist das hier eigentlich? Kann ich das nutzen? Oh, schön. Jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen Platz. Also, wollen wir den mal wieder looten? Ja, was ist denn das jetzt? Lex Heavy Armor. Hier habe ich Light Armor. Na komm, nehmen wir dich mal. Also das Witzige ist ja, man kann hier auch wirklich mit allen möglichen Kombinationen spielen. Also ich könnte hier auch mit schwerer Ausrüstung und sowas spielen. Das ist halt das Tolle an dieser Freiheit. Aber ob ich dann natürlich auch die Boni, die gewollten, bekäme, ist natürlich eine andere Frage. Increases the item's armor value by 5%. So. Ja, wie sieht denn das aus, wenn ich das jetzt anlege? Equip. Ach so, so sieht das Ganze dann aus. Naja, da haben wir jetzt einfach mal eine schwere Rüstung angelegt. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Übrigens, mit der, genau, wenn man die Steuerungstaste drückt, da kann man sozusagen schleichen. Das sollte hinlänglich bekannt sein. Und mit der Umschalttaste kann man auch sprinten. Verbrät natürlich Ausdauer. Aber, naja, das ist doch ein bisschen realistisch gehalten. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, dass die das so gemacht haben. Das ist ja auch so ein Kernstück des Spiels, dass halt die Schläge ausdauersten oder Magicka. Und das gefällt mir doch irgendwo. Also man hat, ich denke mal, so eine Mischung aus Magicka und vielleicht ein bisschen ausdauerverbrauchenden Fähigkeiten kann nicht schaden. Also Ausdauer verbraten halt zum Beispiel diese Waffenschläge. Hoffe ich zumindest. Irgendwie verbrät sich da gerade nichts. Also entweder haben die da was geändert oder ich habe es einfach nur nicht mitbekommen. Oder ich bin zu blöd dafür. Das kann natürlich auch sein. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Open! Na dann. Dann wollen wir da mal hinein. Was haben wir denn hier? If you lose track of where you are in a quest, press the J key. Real Background Task Information Related to that Quest.
Naja, also man muss dann einfach J drücken, wenn man nicht weiter weiß. Und dann bekommt man auch Hintergrundinformationen zu dieser Quest. Aber die hilft mir trotzdem nicht weiter, wenn ich nicht weiß, wie ich da, naja, diese drei Seelen befreien soll. Und wer jetzt sagt, du hast doch aber schon eins. Naja, da war irgendwie mal einer in der Nähe und hat das aktiviert. Keine Ahnung, wie er sie es das getan hat. Schön malerisch, muss ich sagen. Vor allem dieser Hintergrund. Der Hintergrund, das sieht sehr getupft aus, oder? Dass ich kunstaffine Menschen doch besser auskenne. Also nicht, dass ich keine Affinitäten dafür hätte, aber ich bin da halt kein Experte drin. Das muss ich halt so sagen. Achso. Warum leckst du gerade in der Höhle rum? Hallo? Oder lädt die noch hinterher? Das ist ja unnormal. Hörst du auf zu lecken? Hallo? Keine Zeit dafür, kein Argument. Und ich drücke M wie Map und bin am anderen Ende der Welt. Oder so. Ja, komm, wir gucken jetzt einfach mal weiter. Feinde hier irgendwo? Nee. Ach, ist das nicht der... Ach, wen haben wir denn da? Welcome to the Harborage Vestige. This is as comfortable a home as an old dried up husk like myself could hope for. Ja, und wie hast du das gefunden? Despite my blindness, nay, because of it, my other senses seem to have heightened. This place had the right smell about it. Ja, also, er ist zwar blind, aber seine anderen Sinne funktionieren dafür umso besser. Und ja, das riecht halt entsprechend hier irgendwie. Also, ja, du hast von meiner Bestimmung gesprochen. Indeed, but let us not get ahead of ourselves. Natürlich. Without an understanding of where we are bound, every road will get us nowhere. Before we truly understand our destination, we must speak of the past. Okay, und eine Geschichtsstunde, oder? Of a sort. I invite you to enter my mind and walk with me through visions of the past, that you might understand the events that brought us to this time, this moment. Enter my mind, Vestige, and walk with me through the shadows of past events. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt, was er jetzt hier am Schilde führt. Oh, Visionen. Ah, also, The Harborage. Items come in 5 quality levels represented by 5 colors. White, green, blue, purple, gold. The colors signify the quality of the item in ascending order. Follow me, Bessie, and learn of the events that precipitated our current crisis. Also das Betreten neuer Gebiete, das bereitet mir noch Kopfzerbrechen, wenn es ruckelt. The moth priests took pity upon me and brought me into their fold. I was weak and near dead. So, komm, bisschen Ego-Action hier. It was there I first set eyes on the Elder Scrolls. Ich bin nur gerade ein bisschen ruhiger, weil er gesprochen hat, aber ich werde jetzt mal wieder meinen Senf dazugeben und ich finde das cool, dieses durchsichtige Outfit. Das hat was. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein tolles Bild, was ich nutzen kann. Na, wohin will er uns denn bringen? So. Das sieht cool aus, oder? Also, erstmal ein Screenshot von machen. Ja, das muss jetzt gerade sein. Oder hier nochmal. Screenshot. So. Dann wollen wir mal mit ihm reden. The prophecies of the Elder Scrolls are a fluid living thing. They are not fixed. At many points throughout history, the actions of heroic mortals. Okay, und ja, was hat das jetzt nun damit zu tun? I only know that you are important, Vestige. The scrolls reveal to me that your destiny is intertwined with that of the five. Ja, und was sind nun diese 5 Companions? 5 Companions?
The five companions were a band of adventurers who sought out an ancient artifact called the Amulet of Kings. They hoped to use this artifact to persuade Akatosh, the dragon god, to accept their leader as one of the Dragonborn. Aha, und was ist jetzt ein Dragonborn? The Dragonborn are mortals destined for greatness, with the blood of the dragons in their veins. It is said that only a true Dragonborn could ignite the eternal dragonfires in the Imperial City. Also diejenigen mit dem Blut der Drachen in ihren Venen, okay. Es ist traurig, aber warte mal, es ist traurig, dass nur ein wahrer Dragonborn can ignite, also ja, das, ach ja, 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 irgendwie sowas. Und wer war der Anführer? Baron Fularius, the son of the Calobian Duke, who led a rebellion against the Emperor Leovigild and took the crown himself. Alas, Baron was not truly a Dragonborn, as those who sit upon the ruby throne must be. Okay, ja, dann fahr mal fort. You have already heard enough babbling from this old blind fool. It is time you met the five companions yourself. Okay, dann wollen wir diese five companions mal irgendwie holen. Wie auch immer. Wir werden das Ding schon schaukeln. Irgendwie, hoffe ich. The first companion, Lyris Titanborn, daughter of giants, was the mightiest warrior in the service of the Emperor. Next, Abnathar, a powerful sorcerer, ran the chancellor to the Imperial Court Chancellor. The Red Guard Swordmaster, Sine Sahan, leader of the Imperial Dragon Guard. The Imperial Emperor, Baron Aquilarius, who attempted to light the dragon fires and failed. And finally, Manum Marco, the traitor, king of Okay, ja. Lerne von den, oder weiß Bescheid, oder lerne Bescheid zu wissen über diese fünf Leute. These were the five companions who set out from the Imperial City on an epic quest to recover the lost amulet of kings. Aha. Um das verlorene Amulett der Könige zu entdecken. Wie konnte denn das Amulett der Könige den Waren in die Dragonborn umwandeln oder wechseln, nach wie auch immer? Manny Marco convinced Varen that the amulet could be used to perform a ritual that would rekindle the dragonfires. He claimed this would please Akatosh and entice him to adopt Varen as one of the Dragonborn. Okay. Und warum wollte er ein Dragonborn werden? By tradition, only the Dragonborn can lay claim to the Ruby Throne and rule as the one true emperor by divine right. Varen conquered Cyrodiil and took the throne, but unless he became Dragonborn, he feared he'd always be thought of as a pretender. Okay, und dann, ja. Erzählen wir mal was über die anderen Kompagnons. Each of the five companions were chosen for their skill and courage, and each was given a special role to perform in the party. Who would you like to know more about? Ja, dann über Lyris Titanborn. You've already met Lyris. She's a Nord warrior from the frozen lands of Skyrim to the north, and it is said that her family lineage contains the blood of giants. Baron chose her for her strength and her loyalty to be his personal bodyguard. Okay, und dann über Sai Sahan? Sahan? Sai Sahan came from a long line of Red Guard Swordmaster nobles. He was the leader of the Dragon Guard, the security detail of Varen and the Elder Council. While Lyris was Varen's bodyguard, Sai was charged with protecting the entire group. Ich kenne nur Council of Elders, also der Rat der Ältesten, aber das sind Bosse in hier Thron des Donners gewesen. Na gut, ist egal. Also hier noch über den anderen, den Abnur Tan. The Therns are one of the most influential families in Cyrodiil. Abnur, their patriarch, is the leader of the Elder Council, a powerful battle mage and a shrewd politician. With his council, Varen was able to seize the Imperial throne years before.
Okay, alles klar. Und dann habe ich genug von denen gehört. Und was ist mit dem anderen da? Manamarco, the traitor, the great enemy, Verräter. The most powerful necromancer this world has ever known. His worm cult infiltrates and corrupts every corner of Tamriel. It was he who convinced Beren to perform the ritual you are about to witness. Ah ja, der große Feind, der machterfüllteste Nekromane, also Hexenmeister sozusagen, den die Welt jemals gekannt hat, und so weiter und so fort, was, ja. Disaster, war and pestilence, a world brought to its knees. Now watch and see how one man's arrogance brought about the greatest threat our world has ever known. Okay, ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Das, also, er hat da halt so ein Ritual durchgeführt und dadurch ist, naja, Verwüstung entstanden, um es mal ganz grob zu fassen. So, nu. Ja, was haben wir jetzt zu tun? Achso. There it is. The Dragonfire Brazier. Manimarco. It will work. The Amulet of Kings will rekindle the dragon fires and ensure your rightful place as Emperor. You have my word. It better work, Manimarco, or you'll find your neck at the business end of my axe. My lord, I wonder if you'd muzzle your half-giant pet. She really is annoying. Enough, both of you. We are here to ensure my lord's rightful claim to the Ruby Throne. Abner, begin the ritual. I have a destiny to fulfill. By the lighting of the dragon fires, I claim my rightful lineage. By the fires of creation, let me be reborn. By the will of Akatosh, I proclaim myself Dragonborn. Baron Aquilarius, you are no heir to Alessia. You will pay for your sacrilege. The veil between Tamriel and Oblivion tears and splits asunder. What's happening? The sky is opening up. This is bad. This is very bad. Ah! This isn't supposed to happen. What's the meaning of this? Manimarco, what have you done? Gullible fools! The veil between Oblivion and this world has been torn. My master, Molag Bal, is free to claim Tamriel for his own. Akatosh! Forgive me! Have mercy on our souls! Okay, Augenkrebs. Na, jetzt müssen wir wieder mit den Propheten reden. Das ist alles mal schön, aber ich wollte nur mal was bei den Settings nochmal gucken. Nee, das war hier nicht. Das war hier bei diesem Chatfenster. Und zwar Chat Options. Und dann gucken wir doch mal. Ich will von den NPCs mir das auch anzeigen lassen. Also, danke. So können wir das behalten. Was hatten wir hier bei den Settings eigentlich? Achso, das waren die ganzen Grafikeinstellungen. Ja, Ultra High. Und dann habe ich hier, ja, ist ja egal. Also, Hauptsache es läuft irgendwie. Aber der Prophet, der wollte uns nochmal sprechen. Oder? Also auf jeden Fall ging es ja halt um dieses Dragonborn-Ritual. Ich weiß nicht, ob da die Erweiterung von Skyrim drauf aufbaut, weil ich das nicht gespielt habe, leider. The ritual tore the veil between Nern and Oblivion, allowing Manimarco to begin stealing the souls his master needed to power the dark anchors and initiate the plane. Okay, und was ist denn dabei schiefgelaufen? Akatosh gave Alessia the Amulet of Kings as a symbol of his covenant with Nern. So long as the amulet remained in the care of Alessia's heirs and the dragon fires remained lit, Tamriel would be protected from the Daedra. Ach ja, wurde ja, okay. Manimarco tricked Varin into breaking the covenant and the veil between Oblivion and Nern was torn. The Elder Scrolls named this event the Soul Burst. It gave Molag Bal the opportunity to disconnect the souls of Nern from their hosts. Oh. An ihren Geiseln sozusagen. Aha. So, und was ist mit den anderen Kompagnons passiert? Varen was lost,
In the chaos of the moment, Sai Sahan took the Amulet of Kings and fled. Laris was captured by Menemako and delivered to Cold Harbor, the realm of Molag. Okay, und was ist mit Abner Turner, was Menemako? Thaun remains Chancellor of the Elder Council, and his daughter Clivio rules as Empress Regent. But the true power remains in the hands of Menemako and his worm cult. Okay, und ja, ach so, how did you end up? Wie bist du letztendlich dahin gekommen? Oder so? When I discovered the truth about the five companions, I made subtle inquiries, but apparently not subtle enough. Menemako got word of my interest and abducted me. He took me to Cold Harbor, where I remained a prisoner until you freed me. Ah, okay, okay. Sie haben dich also als eine Bedrohung angesehen? The truth is always a threat to evil men. Menemako feared I would reveal his treachery, and if knowledge of Nan's vulnerability were to become known, it could threaten his master's schemes. Molag Bal does not favor loose ends. Das ist interessant. Ja, also vor allem der Satz, the truth is always a threat of evil men. Ja, die Wahrheit ist immer die Bedrohung für die Bösen. Stimmt irgendwo. Na gut, das war erstmal eine kleine Geschichtsstunde mit unserem Propheten. Und ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen. Und deswegen sage ich zu guter Letzt, sage ich, man sieht sich.